Mein Name ist Martin Herrenkohr und ich arbeite im Projekt Energy Charts als Webentwickler. Und ich will Ihnen jetzt heute das neue Feature bzw. die neuen Daten vorstellen, die wir in diesem Monat zur Verfügung gestellt haben. Und zwar handelt es sich dabei um diesen Auswahlpunkt alle Quellen. Den hatten wir bis jetzt nur für Deutschland und die Schweiz. Und jetzt haben wir diese Daten für alle EU-Länder berechnet. Und um das mal vorzustellen, klicke ich mal durch ein paar Länder durch und zeige Ihnen die unterschiedlichen Strommixe, die wirklich sehr vielfältig auch sind. Als erstes Land habe ich Frankreich ausgewählt. Dazu gehe ich hier oben auf Frankreich und gehe auf die Woche 29. Genau, bei Frankreich sieht man direkt, dass der größte Teil durch Atomstrom produziert wird. Der zweitgrößte Posten ist das Laufwasser und am drittgrößten ist der Wind. Man kann jetzt hier bei der Woche auch noch den Wochendurchschnitt auswählen. Dann sieht man die durchschnittliche Stromerzeugung in einer Woche. Und was man hier auch gut sieht, ist, dass am Wochenende die Stromerzeugung ein bisschen runtergefahren wird, einfach weil auch weniger Strom verbraucht wird. Das sieht man hier an dieser schwarzen Lastkurve, die ein bisschen runtergeht. Generell ist es so, dass diese schwarze Lastkurve immer unterhalb der Summe der einzelnen Stromerzeugungsarten liegt. Das bedeutet, Frankreich produziert mehr Strom, als es verbraucht. Und wenn man jetzt hier unten den Importsaldo mit anwählt und auch noch den Pumpspeicher verbraucht, dann sieht man hier im Tooltip, dass der Importsaldo negativ ist. Das heißt, Frankreich exportiert Strom. Und was man hier auch sieht, ist jetzt, dass diese Lastkurve deckungsgleich ist mit der Summe der einzelnen Stromerzeugungsarten plus dem Importsaldo. Als nächstes Land habe ich Polen ausgewählt. In Polen wird sehr viel Strom durch Kohle produziert, durch Braunkohle und Steinkohle. Und hier ist jetzt der Importsaldo und der Pumpspeicherverbrauch schon angewählt. Hier sieht man auch, dass Polen Strom importiert. Und was man hier auch sieht, dass die Lastkurve hier nicht übereinstimmt mit der Summe aus den einzelnen Stromerzeugungsarten plus dem Importsaldo. Das liegt daran, dass wir hier die Originaldaten der NZUE benutzen und die müssen teilweise noch energetisch korrigiert werden. Das heißt, da müssten wir dann Korrekturfaktoren mit rein multiplizieren und das haben wir hier noch nicht gemacht. Das heißt, die Daten stimmen jetzt noch nicht komplett. Darauf weisen wir aber immer hier mit diesem Untertitel darauf hin. Als drittes Land habe ich Österreich ausgewählt. In Österreich wird ein ziemlich großer Teil des Stroms durch Laufwasser produziert und der zweitgrößte Posten ist das Erdgas. Wenn man jetzt hier unten einmal einen Doppelklick auf Pumpspeicher macht, dann kann man sich den Pumpspeicher isoliert angucken und den Pumpspeicherverbrauch noch dazu nimmt, dann sieht man sehr gut, dass die Pumpspeicher nachts gefüllt werden und dann morgens zum Frühstück und zum Abendessen tagsüber dann eben wieder geleert werden und Strom produziert. Als viertes Land habe ich Spanien ausgewählt. Hier sieht man, dass Spanien auch einen großen Teil Kernenergie hat, aber auch sehr viel Erdgas und auch noch Wind und Solar. Wenn man jetzt hier einen Doppelklick auf Solar macht, dann kann man sich den Solarstrom auch wieder isoliert angucken. Und was hier auffällt, ist, dass in Spanien auch nachts Strom produziert wird. Und ja, wir hatten dann auch zuerst rumgerätselt, woran kann das liegen? In Spanien scheint da auch nachts die Sonne. Ist natürlich nicht so, sondern es gibt ja neben Photovoltaik, gibt es ja auch noch andere Solarkraftwerke, zum Beispiel die Solarwärmekraftwerke, zum Beispiel Spiegelkraftwerke.
Und die haben teilweise einen zusätzlichen thermischen Speicher. Diese Speicher, die werden dann tagsüber geheizt und nachts kühlen die dann langsam ab. Und deswegen hat man hier nachts auch noch abfallend diese Solarstromerzeugung. Neben der Leistung kann man sich auch die Energien angucken im Balkendiagramm. Und dazu wähle ich hier einmal das Jahr aus, Jahr 2020. Dann sieht man die jährliche Stromerzeugung in Spanien im Jahr 2020. Und hier ist es so, dass Erdgas die größte Stromerzeugungsart war mit 61 Terawattstunden, die Kernenergie mit die zweite Posten mit 56 Terawattstunden und dann an dritter Stelle war der Wind mit 53 Terawattstunden. Als letztes Land würde ich jetzt noch Norwegen einmal zeigen. Genau, in Norwegen ist es so, dass der größte Teil des Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt wird. Und das mal ein bisschen zu zeigen, kann man hier unter Anordnung gestapelt in Prozent anwählen. Dann hat man die Werte in Prozent. Und man sieht hier, dass Erdgas mit 1,34% der größte nicht erneuerbare Posten war. Das heißt, in Norwegen werden ungefähr 98,6% durch erneuerbare Energien erzeugt. Und der größte Teil davon ist das Speicherwasser mit 83%. Genau, das waren jetzt ein paar Beispiele für Daten. Sie können sich da gerne mal auf der Website selber durch diese ganzen Länder hier durchklicken. Bei manchen sind keine Daten, stehen keine Daten zur Verfügung, weil es die von der NZE nicht gibt.